Um einen Geschäftsführer oder die zum Beschwören als mächtigen Gegner zu einem größeren Baum im boshaften Bau benötigt werden. Seid gesegnet. Verstehe es nicht. Ich habe eine Truhe jetzt hergestellt und in der Truhe war dann jetzt wieder ein anderes Teil. Bisschen dafür da rein in den boshaften Bau. Ich gehe noch mal zum Baum. Wir gucken, wie er funktioniert. Schleppt doch nicht die ganze Zeit hier eine faulende Hand mit mir rum. Und das umsonst. So. Also bei mir steht im Aufteilen, weil ich schon so viel, wenn ich da ja, drauf kriege. Ja, damit halt, weil nicht. Weiß nicht, warum man das machen sollte. So, waren wir ja noch nie drin, ne? Tunnel der Boshaftigkeit, waren wir ja schon mal drin, ne? Ich glaube nicht. Na, lass mal hier reingehen. Ja. Irgendwie ist ja noch nichts erkundet oder so. Und ich habe eine Quest, glaube ich. Und der sucht boshaften Alter. Level 55. What? Ja, ich glaube, wir hätten ja mal reingehen sollen irgendwann. Ich habe kaum noch. Was ist denn hier los? Hm. Ja, komm uns ruhig aufteilen. So, hier ist irgendwie was, glaube ich. Hier ist ein boshaften Alter bei mir. Ja, was hast du da unten noch? Das ist doch gar nicht mehr viel. Das ist gar nicht so groß hier. Okay. Dann gehen wir mal zum Altar. Bringen wir den ein paar Hände oder Köpfe oder Knochen. Das nützt mir nichts. Ah, okay, so funktioniert das. Alles klar. Ja, kannst jetzt was zusammenstellen? Ja, ich tue mal. Ich kann nicht damit interagieren, weil du damit interagierst. Entschuldigung, ich beschwöre mal was. Alles klar. Haha, 55. Au, au, au. Ja, ne. Die Belohnung, die du hinterlassen, ja, lässt, die müssen jetzt aber bringen. Das bezweifle ich irgendwie. Hier, eine Waffe, die 500 mehr Schaden macht. Gern geschehen. Oh nein, das auch gar nicht. Der hat den Hentai-Tentakel. Nein. Moment, ich wünschte, er würde mich auch damit berühren können. Warum werde ich eigentlich immer mit Leuten... Warum habe ich eigentlich immer Leute von mir, die sowas haben? Ich habe auch einen. Oh nein, Illuminati. Was? Daniel, der hat einen einzigartigen heiligen Ring fallen gelassen. Oh, bei mir auch. Ring des toten Furos. Und schon wieder ein besseres Schwert. Boah. Ring des toten Furos.
plus 30. Alter, was ist denn das für ein Ring? Fucking hell. Benötigte Stufe Level 60. Angriffsgeschwindigkeit, oh. Maximale Wut. Oh, fucking hell, das ist sogar gar nicht schlecht, ey. Immer 100. Ja, der ist nicht schlecht. Das, die Effekte davon sind auch nicht schlecht. Weißt du, was mein Ring kann hier? Was kann denn dein Ring, Daniel? Meinst du den Effekt? Ja, ja, aber das ist ein einzigartiger Ring, ne? Ja. Nachdem er 100 Wut innerhalb von 3 Sekunden verbraucht hat, trifft euer nächster Einsatz von Hammer der Urohren, Aufwühlen, was ich habe, und Todesstoß, was ich auch habe, garantiert kritisch und verursacht 10% kritischen Trefferschaden zusätzlich. Also hier sind mehrere Sachen, steht bei mir. Folgende ausgerüstete Fertigkeiten werden vielleicht in ihrer Umgebung automatisch aktiviert. Skelett erwecken alle 1,0 Sekunden, Leichenexplosion, Leichenranken. Also wenn ich den Ring ausgerüstet habe, werden die Fähigkeiten, all diese Fähigkeiten von alleine die ganze Zeit aktiviert. Ja, sehr cool. Ja, nur das einzigste Problem, ja, Leichenranken habe ich jetzt nicht mehr ausgerüstet. Das so. Heißt im Prinzip, meine Skelette werden nach einer... Zurück zur Stadt. Oh, scheiße, ey. Ich weiß noch nicht, welchen Ring ich davon runternehme. Ja, das weiß ich jetzt leider auch nicht, ey. Die Werte sind aber gut. Plus 30 Stärke. 4% mehr Angriffsgeschwindigkeit, plus 11 maximal Wut, Ressourcenerzeugung. Das sind eigentlich nur gute Effekte, die ich hier gerade bekomme. Welchen will ich davon abnehmen? Ich nehme... Das Einzige, was schwächer ist, ist das die Stärke des Rings irgendwie. Also, ich habe mehr Widerstandsschaden mit meinen älteren Ringen. Gegen alle Arten. Aber dafür sind die ganzen anderen Sachen alle gut. Wenn er im Ruf will. Ich nehme den hier aus. Cool. Das Schwert ist auch wieder besser. Natürlich ist das Schwert auch wieder besser. Muss man hier still steht. Ansturm. Ansturm war das, was ich habe. Ja, ne? Ne, aufwühlen natürlich. Verdammt. Da muss ich schon wieder was Neues reinpacken. Boah. Zurück zur Stadt. den würde ich ablegen. Den habe ich ja noch nicht. Ne? So. Na, wir müssen mal wieder hier. Da kann man ja noch mal. Kann jetzt aber nicht noch mal so einen Typen rufen, ne? Ich bin noch nicht bereit. Kann man den auch noch einmal pro Woche oder so rufen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt uns der Baum ja irgendwas. Das denn, was muss das denn jetzt da machen? Muss das jetzt irgendwie den Kopf da oder die Sachen da reingepackt? Die von jedem ein, kannst du dir aussuchen? Ablenken, okay. Hast du da reingepackt? Ein Kopf, ja, gab schon. Wobei, weil nicht, da stand einfach nur, du hast das von das hast du alles und dann stand da beschwören. Einfach habe ich nur geklickt. Ihr, okay. Lass mich das mal nächstes Mal versuchen. Kommen wir mal in so eine Stunde noch mal zurück, guck mal, ob das noch mal klappt oder so, keine Ahnung. Da ist was in meiner Truhe, habe ich was nicht eingesammelt? Ah, so ein Knochen, ja. So, weg mit dich und dich und dich und dich. Ich glaube, den Effekt will ich noch haben. Weg damit, weg damit. Eingeprägt ist, da ist ein Dings drin, ne?
Da kann ich nicht mal rausnehmen, ne? Ja. Wenn er eingeprägt steht, dann kann ich das nicht mal rausnehmen, ne? Genau. Okay, dann kann ich das ja verarbeiten. Will ich den Ring anlegen? Weiß er nicht. Der ist besser als meine anderen Ringe, aber nur damit ich automatische Wiederbelebung meiner Skill. Also ich tue meinen definitiv anlegen. Das ist krass. Ja. Zum Okkultisten. Okkultisten? Schnell. Zur Information: Du kannst keine Aspekte in einem einzigartigen Ding reinpacken oder sonst irgendwas. Also. Na, da würde ich ja meinen super coolen Effekt auch. Du kannst halt auch nicht extrahieren oder sonst irgendwas. Also. Na, schade. Ja, aber. Weil das kein Aspekt ist, das ist eine einzigartige Fähigkeit. Passt. Damit habe ich kein Problem, dafür ist ja der Effekt halt krass genug. Jetzt können wir Elias fertig machen. Beehrt uns das, ne? Ja, das tue ich. Erstmal gehe ich zum Okkultisten, wenn ich den erstmal wieder finden würde. Da ist er, glaube ich. Mein Gott, schreibt doch mal ein Schild oder so hin. Pack mal ein Schild, mit Clive das wieder klauen kann. Nicht so lange ich in der Stadt. Ja, dann, ich verstehe die Referenz. Ich bin der Einzige, der deine Referenz versteht. Extrahieren, ne? Ja. Mach mal sehr selten. Ne? Boom. Cool. Und mit einzigartigen kann ich auch noch Nebelstein reinpacken. Ich nehme sehr stark an, ich werde ihn eine lange Zeit tragen. Du kannst da, ist da ein Sockel drin? Ja. Kannst du da auch einen, du kannst auch einen Sockel da reinmachen. Hm. Das geht zum Beispiel. Wieso hat deiner keinen Sockel? Ich glaube, ich werde den erstmal noch nicht anlegen, weil dann. Doch, der hat einen Sockel. Schmuck, Schadenswiderstand. Weil das ist zum Beispiel das mit den Sockeln, das ist immer zufällig. Blitzwiderstand. Rüstung. Ich nehme an, Widerstand gegen alle Schadensarten. Wer hat Beste hier? Ach, Schattenwiderstand. Ich habe Schadenwiderstand gelesen. Ruhe! Er ist am Schreien, was war das? Ja, verdammt, ich erwarte jetzt einen Diamanten, ne? Ja. Ja. Widerstand gegen alle Schadensarten. Ja, muss ja ein bisschen kompensiert werden, weil der hat nicht so hoch. Boom. Möge das Licht so. Über euch wachen. Alles klar, jetzt ist der stärker als meine anderen Ringe. Boah, ich fühle mich gerade so mächtig. Hast du den gerade aufgebessert oder was du gemacht? Ich habe einen Diamant da reingepackt. Also ja. Und den ausgerüstet halt. Ich ja sowieso besser ist als meine anderen. Widerstand ist Diamant ist gegen Widerstand? Für alle Widerstandsarten, ja. Ah, okay. Also mehr oder weniger das, was jeder Ring hat. Nur halt noch ein du bisschen. Auch, weil ich nicht wusste, dass, je nachdem, wo du deinen Aspekt reinpackst, oder dein halt dein Kodex. Kriegst du ja auch Bonus. Also, wenn du da zum Beispiel in einen Handschuh reinpackst, dann kriegst du mehr Schaden, als wenn du das in eine Rüstung reinpackst. Oder? Boah, ich brauche besseres Schwertskins, ey. Was soll ich denn hier alles nehmen, ey? Ich nehme einmal den hier. Und. Das hier. Nee. Keine leuchtenden Schwerter als Skins. Vielleicht ab Level 70. Okay, ich bin fertig. Dann lass mal noch zu diesem ein Ding hingehen.
bin das Back für mich. Machen wir. Okay. Machen wir das. Ich teleportiere mich schon mal dahin und schaue mich da ein bisschen um. Hoho, jetzt bin ich ein bisschen stärker als vorher. Das kann ich hier nicht tun. Die beiden Quests, die wollten wir eigentlich auch noch machen, Leute. Ja, noch zwei Quests. Also ich habe nur noch zwei Quests jedenfalls. Ja. Oh, dann ich setze mich auf meinen Band und jetzt lege ich mich zurück. Oh. What? Truhe. Ja. Oh, noch eine Truhe. Ja, dann spinnen drin. Eine ganz kleine Spinne. Ja, Scirocco Höhle. Ja, ich da gefunden habe, da zählt für, weiß ich nicht, für Skelette wiederbeleben, für die Leichenrang und Leichenexplosion. Das heißt, wenn ich den Ring tragen würde und die Fähigkeit hätte, dann würde das die ganze Zeit alle paar Sekunden alleine getriggert. Das ist doch gut, oder? Ja, aber ich habe keine der Fähigkeiten ausgerüstet. Ne? Das Einzige, was jetzt getriggert werden würde, ist das Skelette wiederbeleben, weißt du? Die Werte von dem Ring tun mich jetzt nicht so überpowern, weißt du, damit ich einen von den Aspekten, die ich habe, verlieren müsste. Ja. Das ist jetzt noch nicht wirklich wert. Der Ring ist von den Werten her besser, aber. Bei mir tut der zwei. Also bei der tut drei Fähigkeiten hochleveln und zwei von denen habe ich ausgerüstet. Also. Für mich passt dann auf jeden Fall. Ich mir das ein bisschen blöd vor, weil wie tut der dann an, wie schon die Leichen? Wenn der von alleine aktiviert wird, aber. Ich muss jetzt zielen, damit welche Leiche du bist. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Da wissen wir Bescheid, müssen wir aber da reingehen, wenn wir solche Beute da kriegen. Mal rein. Aber wir gerade rein waren hier bei dem Baum. Wenn wir solche Belohnungen dafür kriegen. Ja, klasse für mich. Aber zählt da wahrscheinlich wieder nicht die Effekte. Weil nicht, ob der dann wieder derselbe Ring ist, ne? Ja, ne. Da kommt ja auch wahrscheinlich darauf an, was für ein Gegenstand du irgendwie da reingepackt hast oder so, ne? Weiß ja nicht, was genau. Das kann gut sein, ja. Du kannst ja beim nächsten Mal das selber machen. Ja. Ich muss warten. Nur hat die Gegner irgendwie auf Level 55 sind, hat mich irgendwie. Was haben wir getan? Tagebuch. Dieser Wahnsinn. Die Gegner irgendwie auf Level 55 war, haben mich irgendwie so Wahnsinn. Verwirrt. Mit solchem Eifer. Ich meine, wir hätten das viel früher machen müssen. Zu welchem Zweck? Jetzt haben uns die Kreaturen überrannt. Die Natur hat weg. Die Zeit gut genutzt. Seid disconnected oder so weg? Was für sie? Seidenpapier. Das bald zerrissen wird. Seidenpapier. Oh, Seidenpapier. Das bald zerrissen wird. Das bald zerrissen wird. Einst war ich ein Krieger, der für eine Sache kämpfte. Ich dachte, das Tagebuch ist am Laggen. Kann. Jetzt bin ich Madenfutter. Der Weg ist weg. Ist er gerade beschäftigt oder ist er disconnected? Was ist es? Mein Internet ist noch da. Eingeschlafen. What? Nein, die Batterie war leer. Also. Zum Glück habe ich den on. Tagebuch, ja.
Ah ja, genau. Naja, ich habe nur gemeint, irgendwie, weil die Gegner auf Level 55 waren. Ja, ja, das war ein bisschen zu schwach. Ich habe gesagt, wir hätten da viel früher reingehen sollen. Stell mal vor, die Belohnungen, die waren aktuell, was mich ein bisschen überrascht hat. Ja, jetzt stell mal vor, wir wären da irgendwie mit Level 55 reingegangen, hätten diesen Ring bekommen. Ja, dann hätten wir wahrscheinlich aber auch nur Sachen gekriegt auf unserem Level. Ja. Ich muss warten. Jawohl, obwohl der Ring, der war Level 60. Wir sind ja schon Level 69. Ja, auf das Level gucke ich nicht, sondern ja, auf den Machtgegenstand, das hat, das aktuell ist. Ja, der war zum Beispiel schwächer als meine aktuellen Ringe. Meine ist viel stärker, also der war 750. Okay. Meine beiden Ringe, die ich jetzt gegangen haben, 729 und 732. Ja. Ja, ich hatte so 700 und der war jetzt irgendwie Level 6, der war irgendwie 600 noch irgendwas. Okay. 680 oder so. Ich hatte ja auch einen einzigartigen Gegenstand, mein Helm, ey. Den ich beim letzten Mal ja nochmal gekriegt habe. Das ist der zweite, den ich habe nach Nilips bringen. War zum Beispiel, als ich den Helm das erste Mal gekriegt habe, war da kein Sockel drin. Beim zweiten Mal war da schon ein Sockel drin. Und das ist immer zufällig, ob da ein Sockel drin ist oder nicht, ey. So wegen den Spinnen. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Warte, wieso hat der wieder voller Energie passt? Was? Bei mir war der schon, hatte der schon viel weniger Energie. Auf einmal hat der wieder volle gehabt. Ich muss warten. Nein, ich habe nur noch 8 von 11 Tränke. Nein. Das Rätsel müssen wir auch mal lösen. Ja, der wollte gerade sagen, bevor die Batterie ausgeht. Der hat mehr Tic-Tacs als du. Hä? Egal in welcher Welt du bist, Daniel, die Leute haben immer mehr als du. Ja, wie war das? Ja. Du kannst das ja so sehen, Daniel, um dein Ego ein bisschen zu strecken, damit du 2 Liter brauchst. Ja, genau. Das ist auch Grund wahrscheinlich. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Da kann ich ja diese Woche wieder Diablo hochladen. Oh, schön. Ich will doch die Menge. Irgendwie ein Part hat irgendwie nach ein paar Tagen irgendwie 100 Aufrufe oder so bekommen. Ich weiß nicht wieso. Nur ein so ein Querschläger. Ich habe nicht ganz verstanden. Was war mit Diablo? Ein unserer Diablo-Part, ich glaube so Part 68 oder irgendwie sowas, der hat irgendwie so nach einem Tag irgendwie so 100 Aufrufe oder so gehabt. War irgendwie so ein Querschläger. Der hat jetzt auch irgendwie so 200 Aufrufe oder so. 99 davon waren von mir. Ja. Ja, wie gesagt, er hatte einen epileptischen Anfall, als er sich mein Video angeguckt hat. Auf der F5-Taste. Hm. Er war ein Querschläger. Verderbte Sande. Ich glaube, wir sind wir schon richtig. Decken. Donnerschlag. So viel gibt. Ich bin noch nicht bereit. Geht einfach hin und trink, ja. Bin ich wieder voll. Was macht er jetzt? Da guckt er blöd, ne?
Streitkolben, Heiliger. Oh. Ich weiß, der gut ist. Fehler? Ich glaube nicht. Ich bin aber immer wieder immer so Angriffe, die einen irgendwie doch so voll viel Schaden machen. Manchmal gucke ich nicht hin, ob irgendwie die FDA fehlt oder noch. Weil die Gegner voll viel Schaden gemacht hat. Alter, was? Da ist noch ein einzigartiger Heil. Ha. Weißt du, was ich dazu sage? Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Das ist sogar derselbe Ring, nur mit noch besseren Werten. Was? Ne, warte mal. Nee, die sind schlechter, Entschuldigung. Das ist ein bisschen Fokus. Das ist immer derselbe Ring, den ich auch gerade jetzt. Jetzt wurde dieser Ring für diese Welt freigeschaltet. Sagt mir aber irgendwie, weiß ich nicht, dass es nicht zu viele einzigartige Sachen gibt. Sinn ergibt, ne? Also. Oder nicht? Ich müssen wir die erst alle freischalten. Wenn wir einmal bekommen haben. Dann tauchen die auf. Dann tauchen die irgendwann auf. Ich muss warten. Wenn wir noch mehr besseres Equipment kriegen, dann können wir ja noch mal versuchen hier. Ne, leise, den guten. Ich sag, für unsere Chancen stehen nicht so schlecht. Weißt du, Daniel, bei dir, da weiß ich nie, wo immer dein unnötiges Daniel. Wir haben ziemlich auf die Fresse gekriegt, ey. Ja, aber jetzt sind wir schon wieder ein paar Level höher, ein paar Paragon-Punkte, ein bisschen bessere Ausrüstung. Und trotzdem fühle ich mich kein Stück stärker. Ja, echt nicht. Ich fühle mich viel stärker als heute. Guck dir halt mal an. Guck, wie ich die alle wegwische. Oh Gott, der Daniel kriegt jetzt eine Ringgröße größer und schon denkt, der kann Michael Jordan besiegen. Ja, ein besserer Ring, besseres Schwert, zweimal. Immer noch derselbe Barbar, ey. Wir haben einen Altar gefunden vorhin. Mehr Stärke. Ich glaube, der Daniel ist der Träumer und ich bin hier der Realist. Dass du mich dazu zwingst, die von den vernünftigen Pfad zu übernehmen, weil ich nicht, ob ich dir das verzeihen kann. Oh Gott, Black! Oh Gott, was hat denn? Die haben eine Mine rein platziert. Ja, diese Situation so überfordert hat gerade. Ja, ich kann auch hier oben jetzt, ne? Ah, fuck! Was ich hab nicht schnell genug heilen gedrückt hier. Na, warte, ich komme einfach so ruhig herum. Vor allem jetzt sagen, geil. Das war mein Schuld. Das war mein Fehler. Oh, wir sind fertig hier. Okay. Ja. Ah, nicht aufgepasst. Da waren ganz viele Feuerfelder, um den herum und die aussehen. Ich hab gar nicht gewusst, der Boss war hier von dieser Dungeon. Hat auch gar keine hohe HP-Balken oder so. Alter! Oh, Vorsicht! Ich bin voll mit Feuer bei dir! Oh Gott! Ich bin noch nicht bereit. Ah, oh, Spinnen kann ich da. Ich da. Oh. 5000 Spinnen. Ja. Okay, dann habe ich in der letzten Dungeon schon bekommen. Nehmen wir an, das drückt nur so mein Hass gegen Spinnen aus. Ganz genau. Oh, Truhe. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg, habe ich gesagt. Noch ein einziger Sohn. Tut mir leid, hat nicht Klappe. Nein. Ja,
Ja, wer ist er noch? Ja, auf den höheren Schwierigkeitsgrad kriegen wir ja noch bessere Sachen. Naja. Als legendäre. Wie ist denn, wie heißen die? Was besser ist als einzigartig scheint es nicht zu geben, also. Druckwelle. Ist ja das, was ich denke, was ist jetzt? Oh Gott. So, da war die Falle. Ich muss schon sagen, wo sind die Druckwellen? That was supposed to be an air-shattering kaboom. Oh Gott. Das sah komisch aus, wie ein mit dem Flügel ausgesteckt gekommen. Ja. Ganz ruhig, Leute. Ich habe genug Wut für euch alle. Boah. Hey. Ja, außer hier. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Jetzt haben wir den Druckwellen, aber jetzt sind ja wahrscheinlich keine Gegner mehr. Hallo, du bist tot. Hey du, wo bist du? Ich muss warten. Na war's. War super. Wollt ihr spenden, dann stirb. 80.000 Schaden. Fertig, ja. Ja. Dann gehe ich wieder auf. Das ist das Backpacken dann noch mal rein. So, machen wir die letzten beiden auch, die letzten beiden Quests noch weg hier, mit die auch weg sind. Und dann kein so hell da. Ach ja, da war doch die bei mir nicht aufgetaucht ist. Der Typ einfach nicht auftaucht bei mir. Ich teleportiere mich jetzt wieder dahin. Jetzt ist er da. Mein Gott. Okay. Die Quest, die ich gerade ausgerüstet habe, heißt Wächter der Grube. Und dies war Kajistan. Der einzige Ort, wo wir noch nicht alles voll haben. So. Wo ist er? Hier. Ich habe den Champion der Gruben getötet. Ja, gut gemacht. Ein Problem weniger, um das ich mich kümmern muss. Gerne, bitte. Danke, gerne. Weißt du, wo er ist? Okay, da ging viel schneller als gedacht. So, die einzige Quest, die ich jetzt noch habe, ist in Zeiten der Verzweiflung. Ja, und hier die vorrangige Quest, Weltstufe 4. Ich habe noch ganz andere Quests. Ja, cool. Habe ich auch. Da, wo ist das hier? Wo müssen wir da hin? Wo müssen wir da hin? Bitte um Hilfe des Wächters. Irgendwie wird die mir nicht angezeigt. Ich habe keine Lust, außen rum zu gehen, also werde ich mich teleportieren. What? Ich hätte auch einfach zu dem Teleporting laufen können, aber ich hatte keine Lust, also habe ich mich zu einer anderen Stadt teleportiert. Was sind die Quests? Ich sehe die gar nicht auf der Karte.
Ich auch nicht. Ja, warum hast du dich in den Nein teleportiert? Damit ich zu einem Teleportationsding komme. Oh. Ich habe doch gesagt, ich hätte auch da dahin laufen können, aber ich hatte keine Lust dahin zu laufen. Das ist ein Umweg. Also habe ich mich direkt zu einer anderen Stadt teleportiert. Ich sehe die Quest ganz ehrlich gerade nicht auf der Karte irgendwo. Doch, da unten rechts ist irgendwo. Oh. Hier. Ein Gestein. Ein Zeichen. Ich habe hier eine andere Nebenquest. Da ist eine andere Nebenquest, wo ich bin, Daniel. Der sprechende Stein. Ist das Kyrgyzstan? Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich bin in. Wo bin ich hier? Oh ja. Ja, dann lass mal. Ja, das ist Kyrgyzstan. Ja, in Kyrgyzstan müssen wir ja noch ein paar Sachen. Erstmal, wo bist du da? Ich komme zu dir. Ich bin hier. Hab's gefunden, ja. Ich gehe mal dahin. So, hier ist eine Quest. Der sprechende Stein, ja. Ja. Der eine Stein. Ja, Stein. Hat hier. Nein, 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 nein. Ja, ja. Nein. Aha. Ich sage es euch, der alte Bist du der sprechende Stein? Stein, giftiger Stein. Ich bin tausendmal dort vorbeigegangen und habe nie Stimmen gehört. Im Norden der Stadt gibt es einen alten Schrein. Nicht Stein heißt? Bin ich daran vorbeigegangen, als er mich anschrie. So deutlich, wie ihr jetzt mit mir sprecht. Alle halten mich für verrückt. Ich schrei doch nicht. Ihr müsst mir glauben. Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Na, denkt ihr etwa, alle Barbaren sind am Schreien, ne? Was für ein Vorurteil. Ja. Ich glaub's einfach nicht. Ja, das ist rassistisch. Nur weil ich ein Barbar bin, heißt das nicht, dass ich die ganze Zeit schreie, okay? Ja, schreit den Typen zusammen und sagt, ich schreie niemals. Man hört sich meine Stimme von meinem Charakter an. Das kann ich hier nicht tun. Ja. Voll friedvoll. Ja, in den anderen Gebieten auch noch nicht alles, Daniel. Da sind noch so viele Schreine und Nebenquellen. Ja, ja. Weil irgendwie gesagt, das in Kyrgyzstan ist das einzige Gebiet, wo wir noch nicht alles. Ja, ich meine hier Rom-Belohnung und so. Ja, Paragon-Punkte und was weiß ich nicht alles. Ist klar, so Schreine und so weiter, die fehlen uns natürlich auch noch alle, wie blöd. Die werden wir niemals alle kriegen werden. Ne? Ich schaue schon meine Augen eher so offen hier. Werden wir schon irgendwann finden, ein paar. Im nächsten Fall gucke ich einfach nach, wo die sind. Ja. Da wird es wahrscheinlich irgendwann drauf auslaufen. Hier ist auch noch eine Quest. Auf ein Wort. Auf ein Wort. Ist eine Truhe, ja. Die ganzen Quests, die wir finden müssen, weil die in irgendwelchen Leichen oder Gegenständen sind. Ja, ne? So, hier. Wer spricht da? Ihr steht. Vor Eisel der Wisscherei. Nicht aussprechen. Gesundheit. Oh. Im Klang dieses Namens hättet ihr vor Ehrfurcht in die Knie gehen sollen. Wir haben ein goldenes Zeitalter hervorgebracht. Wo ist hier irgendwas Gold? Ich bin in diesen Felsen gefangen. Dazu verdammt in alle Ewigkeit dem Pöbel beim Trinken seiner Kamele zuzusehen. Oh. Aber ihr seid kein Bauer, oder? Selbst in dieser Gestalt spüre ich das. Es ist also beschlossen. Ich werde euch erlauben, mir zu assistieren. Cool. Zuerst benötigen wir ein geeignetes Gefäß für meinen Wechsel. In der Nähe gibt es eine Höhle mit einer magisch versiegelten Truhe. Öffnet sie mit dem Spruch Isun Seni Aproxus. Da müssen wir in den Dings. Den Inhalt der Truhe und in den Dungeon reingehen.
Check, was ist das? Müssen wir sogar in den Dungeon reingehen? Oh. Ich mag die Quest nicht. Ich mag die alle nicht. Na gut. Ja, meine Dungeon. Wenn wir den Dungeon erledigen, kriegen wir ja auch nochmal dicke Punkte für Ruhm und so. Es kommt alles zusammen. Beim Bart meines Helmes. Ich sag einfach Akta ist Fabula. Da kommt ihr. Ja, Leute. Hey, yo, wie geht's deiner Mutter? Jüngerin der Mutter. Auserwählten der Mutter. Herold der Mutter. Vielleicht kommt die Mutter aller Mutter. Ja. Ich bin noch nicht Big Mama. Ja. Voll eine übergezogen. Voll eine übergezogen. Nein, daneben. Tage schon wieder hier ein neues Jahr, ey. Ja, ich muss warten. Oh mein Gott. Willst du so Feuerwerke und so was machen? Nee. Nee, wir auch nicht. Nee. Ich mag sie besser allgemein, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mag sie besser allgemein, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, kann ich mir vorstellen, Daniel. Das geht so laut, ey. Ich habe ein paar Glückskekse mitgenommen. Das haben wir geplant, einen davon zu öffnen bei Neujahr. Da steht einfach nur so, du wirst sterben. Sie werden sterben. Dann öffne ich den zweiten. Was? Wann denn? Morgen. Yes. Die sind alle so miteinander verbunden. Da steht einfach nur ja. Ja. Bist du sich? Ja. Thaddeus, spielst du mit? Nein. Bist du sicher? Ja. Sie werden sterben. Das kann doch nicht stimmen. Mach ich den nächsten auf? Doch. Boah, wer seid ihr? Warte mal, welche Quest ist hier drin? Stimme der Vergangenheit. Wer den Konklave Gefäß der Wünsche? Ich würde sagen, ist dein stärkster Angriff gerade. Deine Ultimate, hier dieser Geist. Das ist ja keine Ultimate, aber ja, wahrscheinlich der Geist, ja. Oder mein Knochenspeer. Bei meiner ist definitiv dieser Angriff wahrscheinlich. Oh, was müssen wir denn hier noch machen? Oh, da unten geht's da lang. Ich überlege gerade irgendwie. Und ich nehme an, wenn ich meine ganzen Rufe und meinen Besack haben muss und sei so weit aktivieren mit Angriff noch stärker. Ja.
Vielleicht tue ich auch mal irgendwann wieder die Ketten oder so, aber muss ich ja mein ganzes Set schon wieder ändern hier. Boah. Ich muss warten. So, Lego Star Wars habe ich jetzt auch zu Weihnachten bekommen. Wusste ich ja schon vorher. Weil ich ja dabei war. Ja, das muss ich auch noch spielen, ne? Ja. Wieder lustig. Ich bin schon lang. Ja. Aber letzte, was ich auch gespielt habe, war auch ihr allererste Lego Star Wars Spiel. Ja, das erste und einzige, was ich gespielt habe. Deswegen weiß ich, bin ich jetzt nicht so auf dem Laufenden so mit den mit dem Fortschritt der Spiele so. Die so ablaufen normalerweise, aber ist definitiv ein bisschen anders. Mehr Sprachausgabe gibt's. Ja. Aber ich glaube, da kann man auch irgendwie so umstellen. Also irgendwie letztens irgendwie ja, so kann man auch ausschalten. Man kann irgendwie so auf Nuscheln oder irgendwie so einstellen. Ja. Ich habe noch nicht ausprobiert, wie sich das anhört. Ich weiß auch gar nicht, mit welcher Episode ich irgendwie anfangen sollte. Man konnte irgendwie mit dem ersten Film von jeder Trilogie konnte man anfangen. Also Episode 1, 4 oder 7. Kannst du auch machen. Ja, ja, ich habe jetzt einfach mit der ersten angefangen. Wegen der Zeitmäßig und so. Und normalerweise hätte ich ja eigentlich mit der vierten anfangen müssen. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ja, so halt. Neues Mauspad habe ich auch bekommen. Ja. Steht Tetris drauf. Und das ist riesig. Ja, mein Alter war schon irgendwie schon auseinandergefallen, ne? Ja. Die ganze Farbe und so weiter alles draußen gewesen. Bei mir ist ja euch aber ähnlich gesehen. Ich bin noch nicht bereit. Oh, so, da bist du. Hier geblieben. Da war halt tot. So. Na, Tür noch zu. Ja, ne. Hm. Ja. Ich muss warten. Ah, warte mal hier. Du. Ich bin noch nicht bereit. Verseucht daher. Oh hier. Da. Hier war ein verseuchter Dorfbewohner, den ich untersuchen musste. Habe ich ja ausgelöst. Nein, fliegen. Na, Monster. Die vom Himmel regnen. Ah. Nein, noch mehr Monster, die vom Himmel regnen. Hängen die alle irgendwie immer an der Decke, bevor wir irgendwie hier vorbeilaufen? Ja, das kann ich, ja. Keiner sind sie. Los, runter, Leute. Monk. Monk.
du schon mal irgendwie ein neues Spiel irgendwie bei Jedi Survivor startet? Nee. Nee. Naja. Ich glaube, wir können New Game Plus halt, dann kannst du alle Charaktere dann da. Ja, ja, habe ich gesehen. Also ein rotes Lichtschwert haben. Ja. Ich habe irgendwie in der Story so damit gerechnet, dass irgendwann so, weiß nicht, dem sein Lichtschwert rot wird. Ja, hab ich gehört. Ja. Ich weiß ja nicht, wie der Prozess hier von Lichtschwertbluten irgendwie funktioniert. Irgendwie muss ich dann irgendwie so da hinsetzen, irgendwie so. Ja, irgendwie der selber muss dann machen. Seinen Schmerz und seinen Wut in den Kristall reinfließen lassen. Ah. Bis der Kristall halt nicht mehr aushält und anfängt halt zu bluten. Praktisch. Mhm. Ja, da kann auch so automatisch passieren irgendwie so. Nee, leider nicht. Ist ja nicht mit dem einen Team auch passiert? Ich bin noch nicht bereit. Mit den Einarmigen hier. Als wir ihn aus dem Ding sahen. Der hat auch seinen Kristall hat er gegriffen und dann. Ja, ja weil den dann schon mal ja auch seine Wut, kam, seine Wut da reinfließen lassen. Hm. Ja, ich wollte schon sagen, der hatte auch ein anderes Lichtschwert, glaube ich. So eine andere Lichtschwertfarbe. Weil den sein war doch so orange, glaube ich. Ja. Interessantes Boot, das ist der benutzt das Lichtschwert von dem Dragon. Ja, das habe ich auch im Dings irgendwie. Vom Spiel in der Datenbank habe ich das irgendwo gelesen. Mir auch nicht aufgefallen. Ich wollte schon sagen. Hm? Hast du den Schlüssel aufgehoben? Ja. Warum muss ich das hier singen? Fest der physische Brille. Du musst noch die ganzen Echos von Boat einsammeln da. Na, alles klar. Ich hab das gemacht. Ja. Und der seine Lieder hier um die ganze Galaxis hier verteilt. Na, ich hab nachgeguckt, wo die sind, ne? Also, ja. Das sind 7 Stücke. Also, so. Auf. Ja, das Spiel schon sorgen dafür, dass du mit dem sympathisierst, Daniel. Ja, cool. Ich finde die Idee sowieso nicht so schlecht, ehrlich gesagt, irgendwie, weil nicht so ein Charakter hast, der irgendwie gar nicht der Bösewicht ist, dann später irgendwie sich als Bösewicht herausstellt. Ja, das nennt sich Twist Villain. Ja, ja. Ich glaube, mein Lieblingsbösewicht, obwohl er war eigentlich schon von Anfang an bildlich. Ja, ich finde am besten wird das irgendwie gemacht in Yu-Gi-Oh! Die mit Bakura. Wo der irgendwie von Anfang an eigentlich immer so, weiß nicht, noch nicht mal irgendwie so ein Rivale, aber der war immer, der war schon die ganze Zeit ein Bösewicht. Nur in der letzten Staffel wurde dann zu dem Bösewicht halt. Ja. So dieses Konzept mag ich irgendwie. Ah. Der beste Twist Villain ist Omni-Man, Daniel. Ne. Das ist Invincible. Ja. Ja, in der ersten Folge schon. Warte, ja. Ja? Ja, ja, da war die erste Folge. Im Comic soll das ein bisschen anders gewesen sein, da. Das ist in der ersten Folge passiert. Ja, oh, was ist das? Einzigartige Axt? Oh, was? Oder Daniel Robert einzigartiges gekriegt? Hackbeil des Schlechters. Ich habe nur einen legendären Handschuh gekriegt. Wofür? Wunderbar. Da kann ich auch direkt ausrüsten, weil den Effekt, den ich in meinen jetzigen Waffe habe, ist voll der Müll. Wenn ein Gegner trifft, habt ihr eine Chance von 100% 4 Sekunden lang mit Furcht zu erfüllen und um 71% zu verlangsamen. Ja, nehmen wir das mal. War das mit in der ersten Folge von gewesen? Ja, da hat es ja schon in der ersten Folge herausgestellt, hat der. Dann ist ja alles in der ersten Folge schon passiert, ja. So am ja, Ende. Dass der die ganze Liga da umgebracht hat. Ja, ja, da war das Ende der ersten Folge. Aber dann wurde. Ja, ja, aber das wurde immer noch vermutet, waren die Leute sich
Was hat der vielleicht wurde er kontrolliert, vielleicht wurde er kontrolliert, vielleicht hat er ja keine Ahnung. Ja, ja. Ja. Ich fand, das war schon ein bisschen offensichtlich, irgendwie, weiß ich nicht. Aber ja, hätte sein können, ja. Ich weiß nur, im Comic war das ein bisschen anders, irgendwie. Ich weiß nicht. Ob das irgendwie auf so ein Online-Comic oder so basiert oder so. Oder ob es davon auch physische Kopien gab und so. Aber ich habe gehört, irgendwie, dass die ersten paar Magazine war noch nicht mal irgendwie so was angedeutet und dann irgendwann kam das so mitten aus dem Nichts angeblich. Also da gab es ein bisschen mehr Bild ab, so glaube ich. Es gab ein paar Hinweise, zum Beispiel, als er so eine Alien-Invasion der Erde, da sagt ja, er zu denen, nachdem der die ausradiert, der geht dann zu deren Heimatplanet, tippt die alle. Ja, es ja. Liegt nicht an euch, die Erde möchte nicht für euch zu erobern. Ja, ja. This planet is not yours. Wer soll die dann erobern? Ja, ja. Ja, ich glaube, aber ab da war es schon so ein bisschen offensichtlich. Ja, da gibt es ja irgendwie die zweite Staffel mittlerweile. Zweite Staffel, ja, ja. Ich weiß nicht, ob sie gut ankommt oder nicht, aber ich weiß, sie ist ein Ding. Ja. So, ich möchte da lang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wenn ich noch 5 Dinger kriege, ne? Dann kriege ich den nächsten Eckpunkt. Dann bin ich noch mal ein bisschen stärker. Da wäre das Spiel irgendwie gebackt hier, weil jetzt hier die ganze Zeit einzigartige Klamotten kommen. Also, ich habe die ganze Zeit gar nichts gefunden. Ich muss warten. Hast du schon eins gefunden? Ich habe eins gefunden. Das stimmt doch ja nicht. Aber wir packen die ja schon wieder hoch. Was du dir hoch, Leute? Cool. Ich dachte aber, ist hier nicht irgendjemand am Hochbuffen, die Leute? Ich weiß ja nicht. Ich hab den getötet schon. Ich hatte den schon getötet. Da war einer. Okay. Weiß nicht, warum diese Flausch gehalten haben.